Zurück ins Spiel, hallo Enigmatis. Hallo. wir sind wieder da. Wir brauchen ein Kabel. Wir haben Schlossteile. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wir haben auch noch irgendwo einen Raben, den wir einfügen müssen. Ja, willkommen zurück. Wir schauen mal, was die Folge so bringt, ne? Ja, du hast Schlafentzug, du kommst nicht ganz klar. Hier kommt immer ein creepiger Sound. Ein Sound, wenn wir hier kommen, ne? Da unten geht es nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier alles in dem Bild haben. Auf jeden Fall sollten wir alte Orte immer mal wieder besuchen. Die Frage ist... Ich weiß nicht, wie ich das öffnen kann. Ne, weiß ich auch immer noch nicht. Hat sie vielleicht jetzt mal inzwischen was zu erzählen? This place is full of shiny things. Nein, sie hält immer noch Wache. No. No. Dann gehe ich hier mal runter, würde ich sagen. War hier nicht irgendwo was? Ne, hier unten sind nur Leichen, ne? Schön mal wieder hier zu sein. Schlossteile. Ich wette, wir haben dieses Kabel einfach blöd übersehen, ne? Er hat mir davon ja was gegeben, deswegen können wir ihn hier nicht... Nee, nee, das geht nicht. Er ist jetzt aber auch nicht mehr hier, ne? Nein. Was haben wir denn? Sein Anwesen. Erreiche die andere Seite des Parks. War nicht irgendwo was mit einem Raben zu öffnen? Öffnen. Die Fackel ist auch ausgegangen. Finde ich ganz cool, dass die auch ausgeht. Irgendwas zu öffnen. Dem Baum fehlt ein Auge. Hier oben war nur das Rätsel. Da wissen wir die Runen nicht. Da hinten, ja. Es liegt hier noch irgendwo ein Kabel. Vier Symbole. Das bedeutet wohl, dass es auch vier Kabel geben sollte. Aber dort ist nur eins. Zwei habe ich. Ich habe auch nur zwei, oder? Ja. Können wir das nicht abmachen? Wo geht es weiter? Wo geht es weiter? War irgendwo nicht ein Rabe? Ich wollte mir jetzt ungern nur einen Tipp geben. Da! Aber... Nee, das passt da nicht rein, leider. Hier ist auch gar nichts weiter, ne? Hier hätte man sonst lang gekonnt. Aber ich glaube, wir müssen dazu erst wieder durch die Zeit reisen irgendwie, oder? Alles klar. Hier... Eine Illusion. Hier war auch nichts weiter, ne? Es ist kalt draußen. Mir bleibt zumindest ein paar Stunden. Hier war auch nichts. Was, hier hatten wir nur eine kleine Info. An der Eule ist noch Moos. Minispiel. Dreh die rechteckigen Stücke, damit die Farben durchgehende Linien bilden. Das muss definitiv so stehen. Das würde ich sagen so. Also ich orientiere mich gerade nur an Grün, ne? Grün ist ziemlich durchgehend. Das muss so sein. So. 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 Das kann so nicht stimmen. Das könnte hier hinkommen. Blau geht durch. Ich habe hier oben noch irgendwie einen kleinen Fehler drin. Kann ja nur so rum, ne? Nee. Doch. So.
Ich wüsste jetzt nicht, wo der Fehler ist. Ach so, hier. Alles klar. Rätsel gelöst. Was ist das? Oh, eine Reliefmarke. Wir kriegen wieder so ein fettes Video bei unserem Kumpel da unten. Okay, da haben wir mal die Eule gelöst. Ja, auf geht's. Der soll uns ein bisschen was erzählen. Der gibt uns danach auch immer irgendwas Cooles, ne? Captain! Pass auf hier. Erzähl uns mehr! In the war, Asmodai granted his worshippers unnatural skills by casting part of his own life force into their hearts. He gave them strength, power, and above all, the gift of immortality. Also ein guter Deal. Für die Videosequenzen kann ich übrigens nicht, wenn der da zu leise spricht und der Ton zu laut ist, ne? Is there anything you'd like to ask me? Gut, das hat mich jetzt aber nicht wirklich weitergebracht, ne? Also er hat ein bisschen mehr von der Story verraten. Aber ich würde sagen, wir geben uns jetzt mal einen Tipp. Ich muss tatsächlich hier rein? Ich kann schlussfolgern? Ich brauche neue Batterien. Ich habe aber keine Batterien, oder? Das war dein Tipp? Das war der verdammte Tipp? Wo krieg ich denn jetzt Batterien her? Hier bei der Krämerin, ne? Pass auf. Vielleicht muss ich das auch erst machen, um wieder ein Wimmelbild zu aktivieren. This place is full of shiny things. Okay, ich hab's verstanden. Du hast keine Batterien. No. Must lodge. Hat mich immer noch nicht weitergebracht. Da muss ich hin. Ich muss vermutlich durch die Tür. Nee. Hier hin. Wie, jetzt geht das? Ja, also das habe ich vorher schon gemacht. Also der Tipp war jetzt wirklich unnötig. So, das ist die richtige Kombination hier. Dann würde ich sagen, von wo aus gehen wir denn hier aus? Ach, die, ach, hier kommt das noch mit rein. Jetzt wissen wir es. Ja, okay, klicke unten auf den Meritenfelder. Wir brauchen zunächst das Ding, das ist hier. 1, 2, 3, 4 nach rechts, würde ich jetzt erstmal sagen. Falsches rechts. 4 so rum. Dann 2, darum geht nicht. 7, 1, 2, nee, das ist das hier, ne? 1, 2, nochmal 3 in die Richtung. Jetzt das U mit dem Strich hier oben dran. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ah, ich muss jetzt hier für das Richtige entscheiden, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht nicht. Ich hätte das O hier nehmen müssen schon. Also von vorne. Ach, ich kann Stück für Stück zurück machen. Okay, 1, 2, 3, 4 hier lang. 1, 2, 3, 4, 5 geht nicht. 1, 2, 3 geht. 1, 2 geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5 geht. 6, 7. Geht beides nicht. Also kann ich nur das ansteuern. So. Jetzt brauche ich dieses U. Ne? Das geht nicht. 1 geht nicht. 1 geht nicht. Dann haben wir hier noch 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht nicht. Ah, dann starten wir mal ganz anders. Nee, geht auch nicht. Das hier habe ich nur zweimal. 1, 2 geht nicht. 2, 4, 6, 7 geht auch nicht. Ich muss mit diesem hier anfangen. Weil an das hier komme ich nicht ran. 4 so rum. Hier so rum. 1, 2, 3, 4, 5. Das kann ich nicht erreichen. Ich kann nur dieses erreichen, weil das hier braucht 2. Ich kann nur das theoretisch erreichen.
Also gehe ich nochmal 3 so rum. Und hier ist jetzt der Fehler. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann das Rätsel nicht lösen. Oder übersehe ich gerade grundlegend irgendetwas? Din, 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 din. Von der Startposition aus kann ich ja nicht... Wenn ich 7 so rumgehe, lande ich bei dem. Das macht keinen Sinn. Wenn ich 4 so rumgehe, lande ich bei dem. Das wissen wir. Wenn ich 3 so rumgehe, bringt mir das auch nichts. Okay, andere Richtung. Geh mal 3 in die Richtung. Nicht unser Startsymbol. Das hier. Nicht unser Startsymbol. Und dieses hier. Auch nicht unser Startsymbol. Knapp, aber ist nicht unseres. Also können wir nur die Richtung, 4 Stück. Das ist unser Startsymbol. Damit müssen wir anfangen. So viel steht fest. Jetzt kann ich nur... Gehen wir mal einfach 3 in die Richtung. Haben wir. Dann kommen wir hier aber nicht weiter. Weil wenn wir hier 3 in die Richtung gehen, haben wir das. Das brauchen wir nicht. Wenn wir hier 4 in die Richtung gehen... Ich mache das jetzt nochmal alles, damit ihr das nachvollziehen könnt, falls das jetzt irgendwer nicht, ne? So, jetzt gehe ich nochmal in die andere Richtung. 3. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir ebenfalls nicht. Und dieses hier brauchen wir auch nicht. Was so viel bedeutet, von hier aus müssen wir irgendwo anders hin. Da sind wir 3 in die Richtung. Jetzt gehen wir 4 in die Richtung. Macht gar nichts. 7 in die Richtung. Ich mache jetzt alle möglichen Dinger, ne? Und 3 hier lang wäre das. Ist aber nicht richtig. Das brauchen wir als nächstes. Andere Richtung. 3 in die, genau. Das war das, was wir die ganze Zeit hatten, ne? Genau. Den wollen wir nicht. 4 in die Richtung. Kriegen wir das falsche Symbol? 7 in die Richtung passt? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsache. Das habe ich nicht gesehen. Okay, war mein Fehler. Dann geht es hier von hier aus weiter. Und zwar, wir brauchen jetzt ein U. Das ist 2 in die Richtung, das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte. Das X geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht nicht. Also ist das das falsche U. Also gehen wir in die andere Richtung. 1, 2, 3. Von da aus müssen wir ein X treffen. 1, 2, 3 nochmal in die Richtung. Und von dem aus 1, 2, 3, 4, 5 geht nicht. Okay, wir müssen das andere X treffen. 1, 2, 3, 4 hier rum. Und von dem aus 1, 2, 3, 4 nochmal in die Richtung. Okay, war mein Fehler. Ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Hier ist das Kabel. Benötigt Raum. Mehr. Der Rabe frisst... Sind das etwa die Mordopfer? Mehr etwa? Okay, er erschöpft... Das ist das Auge von dem Baum. Er schöpft Energie aus den Leichen quasi. Okay. The note I found in the safe. No doubt, this refers to the bodies I found in the catacombs. Genau. When we link this with people disappearing along with their cars, we start to see the bigger picture. If there is a serial killer here, he might have a special place where he kills his victims. You can't be sure of this, but it's worth checking out. If it's true, then the Simpsons must be kept somewhere near. Indeed. So the most obvious question is, where is it? Ja, schon mal ein bisschen was für ein Tatort. Und das hier, das wissen wir, können wir noch gar nicht zuordnen. Okay. Dann geht es jetzt erstmal kurz, dem Baum das Auge einzusetzen, würde ich sagen. Um ein neues Spielchen zu spielen. Minispiel, dreh das Labyrinth und führe die Kugeln so... in die passenden Öffnungen am unteren Rand. Ich check mal kurz, ob das so einrastet gleich. Ob ich Kugel für Kugel machen muss oder... Ah, okay. Das funktioniert.
Das ist ein lustiges Minispiel. Hoffe ich. Es ist nicht unbedingt was fürs Auge, ne? Aber das ist ein Minispiel, das raff ich wenigstens noch. Helles Köpfchen. Und wir können noch ein geiles Video sehen, ne? Das ist doch cool. Was hatten wir noch? Die Kabel, genau. Da müssen wir gleich noch mit den Kabeln. Aber erstmal wollen wir uns jetzt noch so ein cooles Video an. Was gucken, was mit Asmodai ist, ne? Und wie gesagt, für den Ton, der hier so ein bisschen komisch klingt, da kann ich nichts für. Wir schauen mal rein. The tragedy of the world of old went on. Village after village fell victim to the wrath of Asmodai and his dreadful minions. In fear of the hellish horde, terrified and defenseless people prayed to God for help. And it came to pass that the Lord heard their call and sent down the mighty archangel Raphael to stand against the powerful evil. Okay. Das bedeutet so viel, wir haben hier viel mit Erzengeln und sowas zu tun. Nein, ich möchte dich jetzt nichts mehr asken. Ich würde ganz gerne mit der Seilbahn eine Runde fahren, ne? Wenigstens kann der Baum wieder von... Was? Alles klar. Mein Freund der Rabe. So, das wird noch ein abgefahrenes Spiel hier, glaube ich. Ja. Verbinde ich jedes Kabel mit einem Feld, um die Form zu verschmelzen. So, dass die festgelegte Form für die Farbe des jeweiligen Kabels zu bilden. Was? Ach so, wir müssen hier Formen bilden. Okay. Lila. Da kann ich nicht. Macht das nicht auch mehr Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Achso, so ein Dreieck brauchen wir. Nein, der geht zu sehr durch. Nicht so ein kleiner dünner. Achso, da ist noch so ein Haken dran. Das sehen wir nicht wegen dem scheiß grünen Kabel. Was soll denn grün werden? Ein Viereck? Aber nicht so eins. Sondern mehr so ein leeres mit... so ein... Mit dem hier, genau. Blau ist schon... Richtig. Cool. Dann fehlt uns nur noch lila. Da müssen wir jetzt einfach hinten einen Strich dran machen. War einfacher, als ich echt dachte. Es funktioniert! Eine neue Errungenschaft. Wir stecken die Fahrkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz und fahren mal eine Runde Seilbahn, oder? Und da kommt auch schon unser Kumpel wieder. Damn. Der hängt doch gleich hier auf der Gondel. Hallo? Hilfe! Eieiei. Und tschüss. Ab in den Holzfällerpark. Hoffe ich. Hilfe? Meister der Immersion. But where am I? Looks like I lost a few of my heavier tools. Something tells me this wasn't our last meeting. Gut. Wir haben natürlich ein bisschen was im Inventar verloren, aber die wichtigen Sachen haben wir zum Glück behalten. Wir schauen jetzt noch mal hier rein. Das letzte stark verknäut. Ich kann jedoch ein großes Stück davon abschneiden. Ich will mich nicht schneiden. Also wir brauchen irgendwas, um die Scherbe zu umfassen. Da unten ist eine Rettungsweste, doch es ist riskant, einen Wrack zu betreten. Drähte. In dem Wrack gibt es viel, woran ich mich schneiden könnte. Ich werde nicht dorthin zurückgehen. Okay, da müssen wir hier irgendwie ins Wrack reinangeln. Diese Bretter halten nur notdürftig. Ich kann sie trotzdem mit bloßen Händen nicht lösen. Ich habe aber auch gerade gar nichts mehr. Hier so eine Möwe. Die ist ein bisschen agro. Es ist unmöglich, an der Küste entlang zu gehen.
Niemand hat die Absicht, an dieser Küste entlang zu gehen. Wir lugen nochmal zwischen die Klippen. Mit dem Fetzen können wir mit Sicherheit die Scherbe aufheben. Hier ist noch einer dieser geilen Schmetterlinge. Ich würde sagen, nehmen wir die Scherbe gleich noch mit, bevor ich es vergesse. Und damit cutten wir uns hier so ein Stück Netz raus. Kann ich hiermit jetzt die Weste mir raussammeln? Nein, damit muss ich irgendwas anderes machen. Ich sehe aber auch wieder keine Illusion. Ihr müsst da so ein bisschen, ihr seht das wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich werde es vielleicht im Nachhinein, wenn ich mir das nochmal angucke, werde ich da wahrscheinlich auch die ein oder andere Illusion nochmal sehen. Aber so sehe ich jetzt erstmal nichts. Ah, Beweise geht nicht mehr. Wir kommen nicht mehr zurück gerade. Wenn ich meinen Halt für meine Hände und Füße hätte, könnte ich hier hinaufklettern. Offenbar kann ich dort nach oben klettern. Schwerer Stein. Nicht zu weit. Wenn ich etwas zwischen den Vorsprünge stecke, dann komme ich da... Stein vielleicht? Nein. Dann komme ich da rüber. Was ist da hinten? Eine Sackgasse. Es ist unmöglich, von dort nach oben zu gelangen. Mit dem Stein können wir bestimmt das Schloss öffnen. Klappt prima, wie ich mich auskenne. Aber dieses Wimmelbild spielen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Freak out!